Wir haben uns überlegt, dass wir das in diesem Jahr ein bisschen anders präsentieren. Wir sind einfach hingegangen, haben mal die Geschichte mit den Hebeln und den Ausschüssen gebildet, zusammengetan und ihnen ein Stück unseres Familienunternehmens näher zu bringen. Begleiten Sie uns auf eine kleine Zeitreise durch die letzten 88 Jahre Hebeln und die Gottes. Das Motto des heutigen Abends heißt Partnerschaften und Netzwerke. Sie werden auf unserer Reise viele Ereignisse wiederfinden, wie Partnerschaften und Netzwerke unterstützen. Alles begann 1922, als mein Vater Ernst als junger Mann und ältester von sieben Geschwistern mit Hilfe seiner Familie ein Pferdefuhrwerk anschaffen konnte. Die Transporte waren spezialisiert auf Hansa-Bier und, was dazu passte, Lindstock als Zügel des Bieres. Es war schwerste Knochenarbeit, die Fässer und Eisblöcke in die Keller der Gaststätten in Pettingen hinzugreifen, aufladen und Schwingung zu stellen. Die Ortsbezeichnung auf dem Pferdefuhrwerk war damals Rettingen bei Oppladen. Lützengürfen gehörte zum Bürgermeister am Schildbusch und Leverkusen, der Oberbürgermeister, wartete auf seine Gründung im Jahr 1923. 1924, das erste Motorgetriebe in Hasel war ein Ort. Noch mit einem abenteuerlichen Aufbau, aber auch multifunktional einsetzbar. Am Wochenende wurde das Fahrzeug einfach mit Denken ausgestattet, mit Fahnen und Münzen geschmückt. Die Zettler schützen konnten, dass sie dann ein weiteres Fotografen festmachen. 1928 kam dann der erste richtige LKW. Im Krieg wurden dann die verletzten Soldaten transportiert. So konnte Vater Ernst diesen LKW auch irgendwie retten. Meine Geschwister kamen zur Welt. Familie, sie wird von Göttingen nach Schildbusch. Ein großes Haus auf dem Eckendorf, heute Söderstraße, mit einem befahrbaren Getränkekeller, war dann die neue Heimat. Im April 1945 verdiente ich das Gestell. Ich hatte dann gerade noch eine Woche Gelegenheit, die wir anziehenden Amerikaner zu nennen. Meine Eltern und Brüder, insbesondere Karl-Heinz, versicherten mir, dass diese schöne Zeit nur durch ihre selbstorganisierten Amtsstrukturen im gleichen Land überlebt habe. Daran schönen Dank dafür und nicht nur dafür. Applaus 1969 hatten die Hebeln den ersten Lastzug, der auf der Fernverkehr geeignet war. Es handelte sich um einen MAN-Diesel mit 120 PS, zwei Anhängern, eine Gesamtlänge von 22 Metern und eine Gesamtnutzlast von 20 Tonnen. Vater war so stolz auf das gesamte Gefährt, dass erstmal der Drehbuchler Dorffotograf dieses Gefährt auf viele Leute ballen musste. Interessant an dem Bild ist ganz besonders, wo das Bild entstand, nämlich auf der A1. Die A1 endete 1949. An der Bismarckstraße, das war ungefähr hier, wo wir uns jetzt befinden. Die Personen auf dem Bild sind mein Vater Ernst, oder Karl-Heinz mit 18 Jahren schon ein LKW-Führerschein und ich war 4 Jahre alt. Sie sehen den ersten Reisebus, der 1952 angeschafft wurde. Ein MAN mit großer Schnauze und ohne Lenkhilfe, daher nur sehr, sehr mühsam zu bewegen. Am Wochenende darauf fiel der Verein und in der Woche im Linienverkehr zwischen Köln und dem Bayerischen Land im Auftrag der Deutschen Bundeswehr eingesetzt. Wieder interessant hier, die Ortsbezeichnung auf diesem Reisebus war Zügelbus bei Köln. In den 50er Jahren kam weitere LKWs und Busse dazu. Der Platz auf der Söderstraße von den Eltern auf die Luftmannschaft. Es gelang, ein Grundstück an der B51 gegenüber der Söderstraße zu erwerben. Darauf bauten wir dann 1958 unseren ersten eigenen Betriebshof mit Fahrradanstelle, Wagenfliegenhallen, Büroräume, Werkstätten, eine Wohnung und Grenzen hier ein. Und um das Gebäude gab es damals nur viel Felder und Wasser. Die ersten LKWs wurden noch parallel zur B51 geparkt und wie man leicht erkennt, es gibt die Bebauung der Thüringer. Der erste moderne Käsebohrer Seefahrer, also bis auf 15 wurde angeschafft, MAN und Käsebohrer sind seit damals unsere Partner
60er Jahren produzierten wir stolz unseren ersten Lustprospekt. Wir nannten uns damals Anfettel.org, Kraftpapier und jetzt mit der Ausbezahlung Leon. Das Bild entstand von dem Nadelkraftgestellten Bayerhof aus. Das erste Reisebüro, eine besondere Geschichte. Mitte der 60er Jahre sind bei Händen im Familienmarkt, so war das damals, eine richtungsweisende Entscheidung. Statt Leonkuchen und die City-Bau-Paket sind ein Käufer für einen Ladenpark in der Bauung in dem ein Ballbuch hingesetzt wurde. Das bestehende Amt in der Straßburg-Rhein befand sich in der Funktion als Schulenkurat. Wir mussten die Stadt. Zur Finanzierung des Eigentums wurde das Ladenbuch in den Fächern verkauft, somit hat der Ladenpark, der dem Amt Ballbuch betrieben werden sollte, aber was fehlte, fehlte jemand in der Familie, der es machte. Ich studierte zu diesem Zeitpunkt die Wirtschaftslehre in Köln und spielte in der ersten Mannschaft bei der Leverkusen. Wir sind nur in diesem Jahr, in den Jahren 67, 68, in dieser Mannschaft, die wir uns da aufgestellt haben. Damals gab es bei uns für die Basketballer und uns auch ein warmes Essen, da spielen keine weiteren Wohnungen, das hat sich ein bisschen geändert. Mein Taschengeld verdiente ich mit Busfahrern bei Hegel. Den möglichen Busfahrern habe ich bis heute. Was für ein Zufall, dass ich die Studienpraktika im Kölner Reisebüro Piper machte. Die Entscheidung meiner Brüder und meines Vaters, die das Thema Reisebüro vortragen, war damit etwa einfach. So hatte ich 1968 meinen ersten Anstellungsvertrag bei der Zivilbank gegen die Erwartungszeitung und ich muss auch die Möglichkeit, damals das zu schreiben. Leverkusen eröffnete seine neue City im Oktober 1969. Wir waren mit unserem ersten Reisebüro dabei. Ein Bild vom Eröffnungstag, an dem der Helmut und ich die Maßnahmen aktiv im Verkauf. In den 70er Jahren wird aus der Anfettel.org die Helmut GmbH. Der Betriebshof an der B51 konnte und musste verdoppelt werden. Am unterirdischen Garagen, Radstadthallen und die erste Waschanlage. Und der neue Bundesplatz in Entladen. Wir zur kleinen Fachspedition und sind auch in dieser Aufgabe, die gesamte Radstadthallung der Firma Obermann war. Weiter waren wir ausgeliefert bei der Firma Jung und die Lkw-Zahl wurde zweistellig. Der Busbetrieb unterschrieb 1971 den ersten Vertrag mit der Kraftverkehrung Ostsee-Kai. Eine Zusammenarbeit, die mittlerweile 40 Jahre erfolgreich bestand. So sah damals unser Linienbus aus. Anfang der 80er Jahre erschlossen wir einen neuen Markt für die Versorgung von Kreuzfahrtpassagieren. Zusätzlich wurden wir den Reiseveranstaltern unserer Plattform Einzelfahrplätze, die Ferienzeitgebiete und Untersuchungen haben. Unsere Reisebusflotte musste dazu umgerüstet und Sammelreisetauglich gemacht werden. Und der erste Doppelstockbus tauchte an der Passamara in Lorette-Mar auf. Heute gehören unsere Doppelstockbus in Lorette-Mar in den Häfen von Gelor, in den Häfen von Gelor, in den Häfen von Gelor, in den Segmenten Kreuzfahrtverkehr und Ferienzeitverkehr sind wir heute deutschlandweit aktiv. Zur Information, die Kilometerleistung eines solchen Doppelstockbusses bei Hebel beträgt bei uns 180.000 Kilometer im Jahr. Und nach 4 Jahren werden bei uns alle Doppelstockbusse und Zahnreisebusse ausgetauscht. Im ersten Reisebüro folgten weitere rund um die Doppelstockbusse. Die Einrichtung wurde moderner und die TV geleistet. Leverkusen ist nicht nur für den Verkehrsbetrieb ein idealer Standort. Auch die Reisebüros profitieren von der zentralen Lage zwischen den Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf. Bis wir das 25-jährige Jubiläum unseres ersten Reisebüros in der City feiern konnten, gab es 2014 Büros zwischen Bonn und Düsseldorf. Zum 25-jährigen Jubiläum machte uns Henning Kaufmacher mit seinen Jüngern einen Besuch und brachte uns das Fläschchen gratis in die Bürgerlage. Die drei Himmelbrüder präsentierten sich stolz auf der Bühne. Dieses Dreigestirn stand für die Höhle der Siebenbürger.
der 80er bis Mitte der 90er Jahre. Anfang der 90er Jahre passte Hebbel im Stimmung auf allen Nähen. Die Brüder führten damals viele Gespräche mit der Stadt Leverkusen und der GfL, damals unter Leitung von Norbert Dietrich. Schließlich wurde ein passendes Grundstück, neu erschlossen in Lagen, in Gemeinshof gefunden. Hebbel konnte dort 15.000 Quadratmeter Betriebsfläche in die Jahre von Gerstner für einen Verkehrsbetrieb von der Stadt Leverkusen erlauben. Spedition und Busbetrieb zündeten in die Mayerstraße über. Die dritte und aktive Hebbel-Generation übernahm die Geschäftsleitung der Verkehrsbetriebe. Hans Hebbel und Michael Hebbel für den Busbetrieb übernahmen die Leitung. Die notwendigen umfangreichen Investitionen wurden von der Sparkasse Leverkusen vorbildlich unterstützt. Wir hatten auch das Glück, einen sogenannten Ankermieter mit der Firma Hermes Logistik zu finden, die wir von der Stadtbahn nach Leverkusen bekommen konnten. Das Hermes Musterlager 2000 bauten wir in der Mayerstraße mit 1500 Quadratmeter freifahrender Lagerfläche. Diese halten wir von Jungen seit Mai diesen Jahres von dem heutigen Gastgeber, der bei der Fußballabteilung ist. Die Hebbel Servicebereiche, die Tanken, Waschen und Werkstatt wurden völlig neu organisiert. Diese Firma verfolgt heute nicht nur den gesamten Hebbel-Vorpark wegen Modernstrategie, heute werden mittlerweile mehr als 500 Fahrzeuge unserer Kunden professionell betreut und versorgt. Die Chemisch an der B51, die Buchhaltung, die komplette EV-Abteilung sowie die zentrale Reisebuchverwaltung der mittlerweile 21-jährigen Reisebuchverwaltung, der nächste private Reisebuchgeld. Weitere Beteiligung und Kooperationsbüros, das sind heute insgesamt 67 Reisebuchfilialen, werden von dort zentral gesteuert. Im letzten Jahr feierte das Reisebüro seinen 40. Geburtstag in der Leverkusener Schule. Es gehört an sich gerade an das Festival, so sieht unser Büro heute aus. Hebbel engagiert sich in vielfältiger Weise im Leverkusener Umfeld. Ein Auszug aus unserem aktuellen Hebbel-Netzwerk dokumentiert einen Teil der geschäftlichen Partnerschaft. In den letzten Jahren haben sich die Beziehungen der Leverkusener Firmen untereinander deutlich und zu einem engagierten Miteinander geführt. GfL und Sparkasse haben das mit ihren vielfältigen Aktivitäten unterstützend beigetragen, vor allem auch der von der Sparkasse Leverkusen gegründete Wirtschaftsbeirat der Selbsthilfegruppe Impulse. Wir danken dafür. Im sportlichen und sozialen Bereich wie auch im Bauchtum ist Selbsthilfegruppe jedenfalls aktiv. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten in New York zu engagieren. Was sich über 88 Jahre bei uns nicht verändert hat, ist das Ziel, die Spitzenleistung zu erbringen. Darüber hinaus lautet das Hebbel-Familienmotto: gemeinsam, gemeinsam zu gestalten. Auf diesen Grundlagen haben wir es geschafft, uns als Familienunternehmen bereits in der dritten Generation zu behaupten und die vierte gekauft. Neben dem Engagement unserer Familien sind unsere Mitarbeiter der wichtigste Faktor für unsere Beständigkeit und unsere Entwicklung. Deshalb bedanke ich mich für die Geschäftsführer bei allen Mitarbeitern der Spedition, unter anderem für die Disposition und den sicheren Transport von mehr als 500.000 Tonnen Stahl jährlich, bei allen Mitarbeitern unseres Busbetriebes, unter anderem für die Dispo, Betreuung und sichere Versorgung von mehr als 120.000 Gästen, die jährlich auf unseren Reisebussen. Bei allen Mitarbeitern der 21 Reisebüros, die unter anderem täglich zwei komplette Hebelbusse in Sonnige Gefühle fliegen lassen. Und natürlich bei allen Mitarbeitern der Serviceabteilung, die Verwaltung und Verwaltung. Kontrollen in die Hauptabstand. Kurzum, bei allen 180 Mitarbeitern aller Bereiche